So, wir haben wieder einen medizinischen Notfall. Wer war das? Ach so, sind immer noch die gleichen Leute. Okay, also, wir werden in der Zukunft wahrscheinlich immer wieder mit irgendwelchen Raids zu tun haben, wie den vergangenen drei. Und darum ist es wichtig, dass wir hier ein paar Verteidigungsanlagen hinbauen. Wir haben hier schon ein Mini-Geschütz hingestellt, das noch nicht fertig gebaut ist. Wir haben Sandsäcke überall hingelegt. Aber was wir machen können, was im Grunde genommen ein bisschen den Computer austrickst, ist, wir können eine offensichtliche, leicht anzugreifende Stelle bauen, die dann wahrscheinlich die vom Computer gesteuerten NSCs sich aussuchen, um anzugreifen. Dann wüssten wir sicher, wo die angreifen. Ist immer noch verwirrt aufgrund von schlechter Laune, weil er verrottende Leiche gesehen hat. Ja, na gut, wenn niemand die wegräumt, ist es kein Wunder. So, und was wir dazu nehmen, ist am besten Holz, weil davon haben wir, glaube ich, jede Menge. 4000 Holz, ja. So, daraus bauen wir dann. Das können wir gut in die Nähe machen von. Ja. In die Nähe von dem Turret, den wir hier gemacht haben. Und das machen wir dann nämlich so. Dass sie hier, ich meine, jetzt wird es eh schon schwierig, dass die Leute das bauen, aber wir bauen jetzt hier einen langen Korridor. Bauen wir hier noch zwei hin. Und dann nehmen wir am Ende, nehmen wir das dann hier weg. Carsten jagt das verrückte Wildschwein. Wo ist Carsten? Er hat das unterbrochen, um Poker zu spielen. Gut, Markus ist wieder da. Dann soll er mal diese beiden, diese drei beiden Dinger bauen hier. Stahl liegt hier hinten noch, okay. Das sind auch Sachen, die könnte man mal reinräumen, aber okay. So. Hoffen wir mal, dass jetzt keiner angreift. Na, ich bin auch wieder vollständig geheilt. Sehr gut. Puma. Halbtoter Puma. Markus trägt Stahl zum Minigeschütz. Sehr gut. Und dann können wir nämlich hier. Noch ein Alpaka, das hat uns ja gerade noch gefehlt. So, und das, was wir hier bauen, das nennt sich eine Killbox. Das ist in etwa so wie in der einen Staffel Vikings, wo sie Paris angreifen. Bloß unseres ist ein bisschen weniger ausgefeilt hier.
Dann bauen wir das hier voll mit Pfeilen. Und machen uns selber Türen, damit wir nicht durch die Fallen durchgehen müssen. Ah, siehst du. Und falls sie dann doch hier ganz durchkommen, haben wir immer noch die Schussanlagen hier, die natürlich Strom brauchen. So. Hier hinten haben wir auch noch Strom irgendwo, ne? Ja, hier. Enterich 1 kann wieder laufen. Und wir haben wieder 1000 Yorkshire Terriers. Das ist die Frage, ob jetzt hier, wo wir da die zweite Mauer haben, ob wir diese Sandsäcke hier nicht hier runterbauen, falls da einer angreift. Das ist vielleicht eine bessere Idee. Und ob wir nicht hier diese Mauernstücke wegnehmen. Aber das, ich sehe, das ist ein bisschen so wie mit den Außen- und mit den Innendeichen. Wenn so ein Außendeich bricht, dann hat man immer noch einen Innendeich, der dann vielleicht jemand aufhält. Insofern sollten wir vielleicht hier noch ein paar weitere Sandsäcke hinlegen. So. Das hier wird nicht hundertprozentig helfen, weil es wird immer auch Leute geben, die versuchen, sich mit Explosivstoffen irgendwie durch die Wände zu graben oder die Mauern anzünden. Das haben wir auch alles schon erlebt. Aber das wird so Leute wie diese komischen Tribespeople aufhalten, die hier zwei von unseren Leuten entführt haben. Das sind dann genau die Kunden, die hier durchgehen. Ja, und hier würden wir dann so Fallen reinbauen. Ganz schön weit gehen hier, um an den Stahl zu kommen, der hier herumliegt. Oh, was ist das? Hier liegen auch noch Leute rum. Beerdigen wir die mal alle. Ne, Harmon kriegt dann gleich wieder einen Schock fürs Leben. Ist kein Träger. Toll. Bench ist kein Träger. Vielleicht überspringe ich einfach mal die Zeit, bis das fertig ist. Es ist nicht zu fassen. Schon wieder greifen die Rapiere von John an.
Kerstin hat eine Prügelei mit Heiko angefangen. Okay, das ist genau der richtige Zeitpunkt, Kerstin. Also, was sind das für coole Gestalten hier? Edward Pirat, 69 Plünderschütze, Medina Seefahrer 21, Martin Pirat 49, Rabba Leibwächter und Wahn, ein Sklave. Und hier unten haben wir Ellie, eine Piratin. Okay, und die werden natürlich jetzt hier angreifen. Das ist Kacke. Und wir haben zwei Leute fehlen, weil die sich prügeln. Wer läuft darum? Carsten ist hier hinten wieder unterwegs. Dann geht Carsten natürlich nicht da rein, sondern hier rein, damit er nicht direkt bei den Leuten da rumläuft. Okay, also. Markus versteckt sich hier hinter der Ecke. Die beiden sind fertig, sehr gut. Ah, hier hin. Carsten Bench kommt hier hin. Als ob wir nicht schon genug Leichen hätten, die hier rumliegen. So. Markus hat ja seine tollen Psi-Fähigkeiten. Sehr gut. Kann er die nicht sehen oder was? Oh shit. Er tot in 9 Stunden. Ah, siehst du, jetzt hauen die ab. Cross soll mal Markus retten. Irgendjemand hat noch auf Cross geschossen, okay. So, dann wollen wir mal gucken. Also, ich habe hier so einen Revolver. Die haben noch bestimmt bessere Waffen dagelassen. Zum Beispiel diese Schrotflinte. Und Kerstin hat auch einen Revolver, die kann diese Maschinenpistole kriegen. Tja. Trägt ihn, okay. Bench. So, dann wollen wir gleich mal gucken, wie die Verletzungen so aussehen. Markus, also mittlerer Blutverlust. Okay. Tod in 4 Stunden.
Armen tot in 5 Stunden. Kerstin keine unmittelbare Gefahr. Okay. Der psychische Kater kommt ja von diesen Psi-Fähigkeiten an Prellung, Pistole, Schuss, Maschinenpistole zweimal, Schnittmesser, Schnittmesser, Schnittmesser. Schuss, Maschinenpistole, Bruch, Messer. Prellung, Schrotflinte, Prellung, Messer. Bruch, Schlotflinte. Schnittmesser, Schnittmesser, tot in 4 Stunden. Okay. Extreme Schmerzen. Bewusstsein 34%, bewegen 20%, arbeiten 15%, 34% sprechen, 34% essen. Und Blutproduktion gestört nur noch 60%. Okay. Na? Ach so, okay. Sissy kümmert sich um Markus. Mit Glitzermedizin, das sieht ganz gut aus. Ja, keine unmittelbare Gefahr, sehr gut. Ja, die kam uns ein bisschen zuvor jetzt hier. Eigentlich hätte ich gedacht, dass wir das Ding fertig bauen, bevor irgendjemand wieder angreift. Jetzt haben wir noch mehr Leichen hier liegen als sowieso schon. Und hier stehen sogar schon die drei Schussanlagen, aber dadurch, dass hier noch eine durchgezogene Mauer ist, wusste ich nicht, dass sie hier angreifen sollen. Hungernde Kolonisten. Ja, Harmon, dann hol dir was zu essen. Ja, macht er gerade gut. Okay. Ja, Kerstin ist schon wieder weitgehend, aber Markus, eieiei, ist immer noch ein bisschen bewusstlos. Aber dieser Hammer da, meine Fresse, was der weghaut. Aber vielleicht sollten wir auch mal dafür sorgen, dass der Hammer drinnen landet. Damit hier der nicht kaputt geht. Bench kann auch mal was reintragen. Ist kein Träger. Bench kann nichts reintragen. So, dann wollen wir doch mal gucken. Bench. So, jetzt kann er was tragen. Mit denen schon. So. Ja. Ne, erstens kommt es nämlich anders und zweitens, als man denkt. Stute 5 hatte aufgrund des Hungers eine Fehlgeburt. Was ist denn da? Haben die nichts mehr zum Essen hier? Was? Dann schicken wir die mal raus. Wo noch nicht alles weggefressen ist. Auf die Weide sozusagen. Ah, shit. Das war nicht. Das war nicht die Idee, die ich hatte. Hier draußen. So.
Okay. Rechtes Bein, Bissmensch-Szene. Einer von den Piraten hat Kerstin gebissen ins rechte Bein. Ah, Markus ist an Wundinfektion erkrankt. Die Infektion ist in seinem Herz. Stelle sicher, dass du ein Krankenbett und einen Arzt hast. Sorge dafür, dass Markus eine vernünftige Behandlung bekommt und so viel Zeit wie möglich im Bett verbringt, um schnell gesund zu werden. Ja, super. Auch das noch, Wundinfektion. Da ist jetzt so ein leerer Kreis, das bedeutet, das muss behandelt werden. Und zwar möglichst fix am besten. So, ist behandelt worden. In 14 Stunden muss wieder behandelt werden. Da lassen wir mal diese sagenhafte Konstruktion. Lassen wir erstmal, solange Markus krank ist. Dann mal gucken, ob wir das hier, also das Komplizierte hier, das sind die kleinen Mini-Geschütze hier. Die sind fertig, das ist gut. Und wir brauchen jetzt nur noch hier ein bisschen Stromleitung und da ein bisschen Holz. Und da ein bisschen abreißen und unsere Falle ist fertig. Ja gut, die eigentlichen Fallen müssen wir dann tatsächlich noch aufstellen. Carsten raucht hier draußen, oder was? Besucht ein Grab. Okay. Mensch, Hausgeist ist vollständig geheilt. Kerstin, Erzieherin, ist vollständig geheilt. Okay. Naja, sieht schon alles ein bisschen besser aus. Jetzt haben wir natürlich wieder beschädigte Kleidung, ist aber auch kein Wunder, wenn Leute ständig drauf schießen. Ah, siehst du. Carsten baut fleißig weiter an den Fallen. Und Markus ist schon wieder auf den Beinen. Mit nur noch starken Schmerzen. Und immerhin 2 Drittel Blutproduktion. Ach so, und nee, die Stromleitungen sind noch nicht ganz fertig. Okay. Jetzt ist er im Thronsaal. Quest läuft in 24 Stunden ab. Markus hält mal eine Rede. Okay. Das Bench ist schon wieder nicht dabei, oder? Ah, doch, diesmal hört auch Bench zu.
erzählte Markus einen Witz über herzhaftes Essen. Also, nur nochmal. Okay, erzählt über Essen, das zu scharf für Markus ist, oder? Okay. Markus hat eine Rede beendet. Sie war erstaunlich inspirierend, voller Intensität und Entschlossenheit. Sehr gut. Das ist doch cool. Behandlung benötigt. Ist wieder Zeit für die Pillen. Ah, wurde immun. Markus ist immun gegen die Entzündung. Sehr gut. Ein Handelsschiff ist in der Nähe eingetroffen. Sie sind unter dem Namen General Wow Interstellar bekannt. Sie sind Großhändler. Also sie sind mit keiner Fraktion verbündet. Okay, ein Großhändler. Sehr gut. Dann wollen wir mal Carsten aufwecken, damit er sich mit General Wow Interstellar auseinandersetzt. Vielleicht, wenn Carsten schon der beste Händler hier ist, vielleicht sollte ich den Handlomaten nach Carstenhausen drüben stellen. Ach Gott sei Dank! Wir können Tiere verkaufen! Großartig! Also, Yorkshire-Welpen. Jeder mag Yorkshire-Welpen. Junger Yorkshire-Terrier verkaufen wir. Männchen, Weibchen, Weibchen, Männchen, Männchen. Das Männchen verkaufen wir. Weibchen. Brauchen wir so viele Weibchen? Wir brauchen nicht so viele Weibchen. Zack. So. Dann Lamas. Beziehungsweise Alpakas. Und Pferde könnten wir verkaufen. Stute, Hengst, Hengst. Cassidy. Die beiden Stuten verkaufen wir. Die hier auch. Und einen Hengst. Hier 20 Jahre alten Hengst. So. Dann Alpaka. Die sind alle trächtig. Dann, ich glaube, zwei Männchen reichen. Yaks. Wir könnten uns Yaks besorgen. Wir haben noch diese drei männlichen Buffalos. Wir könnten uns einen Husky besorgen. Hier haben wir noch zwei Alpaka-Männchen. So, haben wir hier noch Yorkshires, die wir verkaufen möchten? Ne, haben wir eigentlich schon alle. Dann haben wir hier Enten, Truthahn, Küken. Junger Truthahn, Weibchen, Weibchen, Männchen. Weibchen, noch ein Männchen. Truthahn, Küken, Männchen. Die Küken behalten wir mal. So, was können wir sonst noch verkaufen hier? Es ist ja großartig. Wir haben 14 Trockenfutter. Aha. Pemmican haben wir jede Menge. Schokolade. Wir könnten Schokolade kaufen. Üppige Mahlzeit.
Und wir können wieder von dem ganzen Meerschweinchenfell, Bärenfell, dickes Fell, Blaufell behalten wir mal. Schweineleder, das Vogelleder und die behalten wir auch alle. Dann Ambrosia. Aha. Okay, dann verkaufen wir mal die ganzen Kleidungsstücke, die schon abgewetzt sind. Die braucht nämlich kein Mensch und alle, die schlecht sind. So. Stammeskleidung. Aus Alpaka-Wolle, Staubmantel aus Alpaka-Wolle. Psi-Fokus-Robe und eine Psi-Fokus-Weste. Das ist doch genau das, weswegen Nono die ganze Zeit schlechte Laune hat, weil ihre dahingehende Kleidung kaputt ist. So, Cowboy-Hut schlecht, noch mehr Cowboy-Hut schlecht. Cowboy-Hut normal, aber abgewetzt. Gold. Okay. Wir haben leider Medizin, könnten wir uns besorgen, und Bauteile. Aber ansonsten hat er nichts, was wir haben wollen. Hier Medizin hat er gar nicht, oder? Es sei denn, wir wollen Yaks haben, aber ich glaube nicht, dass wir Yaks haben wollen. Das wäre noch eine Baustelle. Doch, da ist Medizin. 22 Medizin. Und Bauteile 28. Plötzlich kriegen wir viel weniger Geld, aber das ist dabei. Okay. Sehr gut. Nono ist immer noch auf der Liste. Warum? Beschädigte Kleidung. Psi-Fokus Hemd. Also wir haben eine Weste und wir haben eine Robe gekauft. Kaputt war aber die ganze Zeit ihr Hemd. Okay. Die ist tatsächlich gut, 55%. Und der Staubmantel aus Blaufell, der ist auch gut. Den tragen wir mal lieber rein, sonst geht er kaputt. Und das Bauteil. Und Carsten kann das Silber reintragen. So. Das sieht doch gleich ganz anders aus hier. Und hier auch. So, hier draußen sind ja die Tiere, die wir noch haben. Alles schon schön aus. Und die Dinger funktionieren jetzt auch. Sehr gut. Jetzt braucht nur noch einer hier diese Mauer einreißen. Die nächsten, die dann angreifen, müssen hier durchkommen. Vorratskapsel. Okay, du hast den Absturz einer Vorratskapsel registriert. Vielleicht findest du etwas Brauchbares an der Absturzstelle. Munterbacher. Okay.
Sehr schön. Jetzt müssten wir hier noch Fallen reinbauen. So machen wir ein neues Gebiet. Das nennen wir Leute dürfen dahin. So. Ja. Und dann markieren wir damit alles, bloß nicht das Gebiet, wo wir die Fallen hin tun. Ja, das mache ich jetzt einfach mal und dann machen wir nächstes Mal da weiter, weil das war schon wieder lang genug. Okay, bis dann.